Wir konnten Sie jetzt noch nach ein paar Sachen fragen. Ich mache das jetzt mal. Dialogoptionen ausreizen war immer eine gute Hallo, Idee. Hallo Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Okay, nach sich selbst und nach Angelina? Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Nein. Das ist ja unfassbar. In der Tat. Okay, dann fragen wir sie noch nach sich selbst. Was hat eine wie sie hierher nach Biddeford verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben also einen kleinen Asozialen hier. Touchy. Nein. Ich meinte, warum jemand so Unfreundliches ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade eine Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Touché. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten Sie nicht bekommen? Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Danke. Ja, ja. Okay, sonderlich charmant ist Darren nicht, aber das ist ja auch eine ziemliche Ziege. Allerdings, jetzt diese Anspielung, dass sie dick sei, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Egal. Gut, also sie hat noch ein Paket, aber wir haben keinen Abholschein. Ich hab Fullers Paket. Ich muss diese Tussi nicht nochmal ablenken. Aber war doch lustig, gegen das Auto zu treten. Spielverderber. So, achso, ich dachte, hier geht's weiter. Metallstange. Eine glatte Metallstange. Sie ist aus dem Geländer rausgebrochen. Komm, nimm mit. Sie ist ziemlich schwer. Seht ihr, im Gegensatz zu Samuel nimmt Darren auch mal etwas mit, was er eventuell mal gebrauchen kann. Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Oh nein, heitere sie auf. Los! Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Carrie ist hier gestorben, vor 2 Jahren. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Jason? Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Aber Jason... Ich dann mal Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Ah ja, okay. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, Entschuldigung. Okay, der Witz war aber gut. Ja, wollte sagen, der Name kam mir doch jetzt sehr bekannt vor. Okay, das ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Eine junge Frau hat sich selbst umgebracht. Und niemand weiß so recht, warum. Obwohl, wenn sie sagt, genau hier, sich ins Hafenbecken zu stürzen, ist selbst als Nichtschwimmer keine besonders sichere Methode des Selbstmordes. Aber okay. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es hier massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Die Leute fahren hinaus zum Angeln oder was weiß ich. Ich behalte lieber festen Boden unter den Füßen. Okay. Gut, da geht's nicht weiter. Da müssen wir nochmal in die andere Richtung gucken. Gut, Carrie hat sich umgebracht. Niemand weiß warum. Wenn ihr Nachname Gordon ist, würde ich sagen, ich weiß warum. Aber nee, dieser Fluch, der betraf nur männliche Gordons, nicht wahr?
Wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Ich habe irgendeine Tür gedrückt, aber... Okay. Ich glaube, ich sehe das Diner schon. Aber wir gucken mal einmal. Keine Zeit. Ich will so schnell wie möglich zurück ins Fotostudio. Ah. Verstehe. Okay. Darren läuft aber schon ulkig, ne? Gut, also er scheint jetzt nirgendwo anders hingehen zu wollen. Das ist das Krankenhaus. Ich versuche... Gut, aber es ist ja vielleicht auch nicht schlecht, was ich gerade versuchte zu erklären, wo ich etwas wir geredet habe dann. Ich möchte eigentlich jetzt erstmal den Anweisungen, die Darren hat, folgen. Wir könnten ja auch mal ins Tagebuch gucken. Das sind die erledigten Aufgaben. Gut, hier Mrs. Bieber einen Brief geben. Oder Biber. Jetzt war die Frau aber schnell. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Wir wühlen mal im Müll. Das hat gute alte Tradition. Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Aber er geht hier erstmal mehrere Meter darüber. Kein sonderlich bezaubernd. Okay, will nicht so einen alten Kaugummi-Automaten habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Die fahren da drin auch die Nostalgie-Schiene. Okay, kann ich damit Nein, jetzt... Nein, wirklich. Okay, er will kein Kaugummi. Ja, einfach die Straße runter. Danke sehr. Oh, unheimlicher Fremder. Unhöflicher Fremder. Leute gibt's. Okay, schauen wir mal. Mrs. Bieber. Essig. Arzt. Ich wette, der Mann ist Arzt. Wie komme ich da drauf? Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Meinst du? Ist es der Kittel, das Stethoskop oder die Aufschrift Arzt? So, hier stand doch Essig. Nimm mit. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Komm, nimm mit. Merkt keiner. Oh, er nimmt die wirklich mit. Cool. Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Wie willkürlich. Alles lassen wir schon. Ich nehme mir etwas Brot mit. Genau. Mrs. Biber wird wohl nichts dagegen haben. Vielleicht kannst du damit Möwen füttern oder so. Das ist Mrs. Biber, glaube ich. Ja, sprich sie an. Entschuldigung. Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller, vom Fotostudio. Psst, los. Komm rüber. Keine Avancen. Darren ist frisch verliebt. In die bezaubernde... Ich kann mir denken, worum es geht. Ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Okay. Nicht, dass Darren ihm das nicht selber gerne sagen würde. Was zum Teufel war das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Ja. Dann, na, hier ist der Ausgang. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ja, ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja und? Sie ist nicht da.
Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Darren, das ist ein Horrorgame und deine Mutter ist nicht zu einem Treffen aufgetaucht. Du solltest eigentlich sofort nach Hause gehen. Allerdings weiß ich nicht... Oh, ein Statue. Statue. Jebediah Biddeford oder so jemand. Jebediah Biddeford. Okay, nein. Da geht's zu Mutters Haus. Das ist ein... Das ist ein recht weiter Weg nach Hause. Ich bin den vorhin erst gelaufen und warum sollte ich Mom jetzt besuchen gehen? Du bist ein super Sohn. Das ist ja widerlich. Unfassbar ist das. Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wiederzusehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar, gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also, bis später. Oh, um den Finger gewickelt. Ich wollte mir jetzt gerne mal... Oh, der unheimliche Fremde wieder. Ich wollte mir jetzt gerne mal angucken... Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Möglich. Ich wollte mir das Foto von Carrie ansehen. Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat. Es ist alles erstunken und erlogen. Sicher. Abmarsch! Darren hat nicht mal irgendwas gesagt, aber es ist alles gelogen. Hast du das Paket? Yep. Mach schon, gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit. Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden. Und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Geh noch mal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Sonst noch was? Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Okay. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Okay. Okay, wir... Tür zum Keller. Wo ist denn das Telefon? Hier war die Dunkelkammer. Entschuldigung, ich musste niesen. Parallel zu Fullers Husten. Hier ist kein Telefon, aber vielleicht ist hier der Film. Das ist ein Belichtungsapparat. Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das Papier damit belichtet. Danke für diesen Fotoexkurs, aber... Ich brauche ein Telefon. Im Keller war auch Tür zum Hinterzimmer. Okay, vielleicht ist da ein Telefon. Ah ja. Schöne Uhr. Sie scheint gerade zu telefonieren. Fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst habe.
Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Darren Hawkins. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Jetzt hau ihn. Wo willst du hin? Hey, du hast noch nicht Pause! Mom? Oh oh. Mom! Mom! Oh, wie praktisch. Okay. Herzschlag prüfen. Gut, ich sollte erst den Krankenwagen rufen. Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Okay, ja, dann trotzdem Krankenwagen Richtig. Rufen. Krankenwagen.